So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren meiner Videos. Ja, ich darf endlich wieder in GTA Online rein und habe natürlich sofort geguckt und mein ganzes Geld ist weg. Die 1 Million, die ich mir legal, ich habe sie mir wirklich legal erspielt. Die Million ist weg. So, also das nur mal so, wie schön fair Rockstar ist. So. Das Einzige, was ich jetzt schon gemerkt habe, ist, meine Fahrzeuge scheinen noch alle da zu sein. Meine Fahrzeuge scheinen noch alle da zu sein. Wollte eigentlich nur gucken. In den Garagen. What can the best mechanic in LS do for you? Es ist so unglaublich, ganz ehrlich. Also meine Yacht ist auch noch da. Insofern scheinen sie von dem festgelegten, also von dem gebundenen Geld, was ich in Besitz habe, scheinen die nichts weggenommen zu haben. Und wir fahren jetzt einfach mal gucken, weil ich weiß ja in etwa, welche Fahrzeuge ich als letztes gekauft habe. Ich könnte jetzt natürlich auch den Mechaniker anrufen und den fragen oder gucken, was da im Menü stehen hat. So, wie gesagt, ich finde das eine absolute Frechheit, ganz ehrlich. Ich habe nichts gemacht, außer mir Geld zu erspielen auf legalem Wege. Ansonsten habe ich nichts gemacht. Wieder nachher dieses Jahr zweimal. Zweimal genau das Gleiche. Ja, ist ja gut, beruhig dich. So, weil, wie gesagt, ich hatte mir als letztes hatte ich mir den Cliffhanger gekauft. Weil ich bin ja so ein Bike-Fan. Wann gehört das Auto eigentlich in diese Garage? Abbrechen. Also das ist auf jeden Fall meiner hier. Ich weiß noch nicht, wo ich den geparkt habe. So, gehen wir mal rein. Ja, die Cliffhanger ist noch da. Okay, wie gesagt, das war das letzte Fahrzeug, was ich mir gekauft habe. So, und da kann man ja Gott sei Dank, wenn man es gekauft hat, kauft die billigere Lackierung. Also das billigere Finish, das mit den Streifen. Das könnt ihr dann runterholen. Dann könnt ihr hier so einen kleinen. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Bobber draus machen. Weil das Ding hat richtig Vortrieb. So. Naja, wie gesagt, das ist also auf jeden Fall jetzt mein Update. Ja, mein ganzes Bargeld ist weg. Ach Leute, es ist sowas von, ja, frustrierend. Gut, dann erledige ich jetzt kurz was anderes. Dann
Rockstar mich höchstwahrscheinlich sowieso demnächst wieder bannen wird, weil ich werde das auf jeden Fall nicht lassen, dass ich wieder Rennen alleine fahre, um ein bisschen Geld zu machen, weil ich mag dieses Entspannte. Da die mich damit wohl höchstwahrscheinlich nicht... Er hat das nicht akzeptieren können, dass ich das weiterhin mache. Wie gesagt, werde ich wohl höchstwahrscheinlich demnächst sowieso gebannt werden. Und es gibt ja doch ein paar schöne Alternativen. So, und eine von diesen Alternativen zu GTA ist ja Sleeping Dogs. Geiles Spiel, kann ich nicht anders sagen. Gefällt mir richtig gut. Mafia 2 ist ein sehr schönes Spiel, was so ähnlich ist wie das hier. So, denn immer noch nach wie vor GTA 4, auch wenn man es nicht mehr online spielen kann. Na, die anderen kann man auch nicht online spielen. Aber GTA 4 macht mir immer noch mehr Spaß als das jetzt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich spiele es immer noch schön mit Trainer dann so ein paar Sachen basteln und so. Es macht schon Spaß, auch alleine. Und sowieso GTA war storymäßig auch besser. Also GTA 4. So. Jetzt bin ich aber schon fast am Ende. Stronghold gab es, glaube ich, noch so ähnlich hieß das. Das war auch sowas in der Richtung. Alles schon so lange her. So, dann. Ja, auch wenn es wieder Rockstar ist, L.A. Noire gibt es ja auch noch. Obwohl mir da, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir Mafia besser. So, Mafia 3, weiß ich nicht, wie es werden wird, aber. Also Mafia 2 hat mir schon sehr gut gefallen. Da kann Mafia 3 ja nicht schlechter werden. Und ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt tatsächlich nochmal gebannt werden sollte wegen nix, wie gesagt, dann werde ich hier wirklich einen Shitstorm starten ohne also wirklich Sondergleichen. Das kann einfach nicht wahr sein. Andere ich sag's mal wirklich YouTuber, einige von denen, die jetzt hier die neuen Mods präsentieren, die haben 20, 30 Milliarden, Billionen oder sonst was, 7, 8, 9, 12-stellige Beträge als Bargeld oder als auf dem Konto rumliegen. Die werden nicht gebannt. Kein Stück. So, und ich, der mir jetzt mal innerhalb von einem Tag eine Möglichkeit gefunden hat, legal 1 Million zu erspielen, ich werde gebannt, mir wird das ganze Bargeld weggenommen. Es ist so lächerlich, also, nee, sorry. Gut, sorry, dass ich dieses Video schon wieder nutze, um hier rumzumeckern und meinen Frust ein bisschen abzulassen. Aber wieder, es ist aber eine Sache. Es ist so lästig. Und vor allem kriegst du ja nicht mal einen Grund mitgeteilt. Da steht nur, ich habe gegen die Euler verstoßen oder gegen irgendwas anderes. Und da ist jetzt eben halt die Frage, mit was? Die Möglichkeit ist da, eine Mission alleine zu spielen. Ein Rennen alleine zu spielen. Ich brauche keinen anderen dazu. So, und nur weil da irgend so ein scheiß Systemsyntax oder sowas meint. Oh, guck mal, der hat jetzt mal 270.000 vom Bargeld auf sein Konto geschoben. Da kann irgendwas nicht richtig sein. Nee, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Das kann man nicht machen. Wie sage ich, wenn ich jetzt mal inzwischen eine Playlist mit ein paar Leutchen spiele oder wie sagt man, wie jetzt eben halt immer wieder eine neue auswählen, das kann auch mal sein, dass ich 3-4 Stunden durchweg spiele. Dann kann es auch sein, dass ich eben halt mal 30, 40, 50, 500, 600.000 als Bargeld habe. Es kann passieren. So, und das heißt, ich müsste jetzt, also wenn ich mit ein paar Freunden spiele, alle 5 Rennen, Missionen, oder sonst was, alle 5 sag jetzt mal Aktionen müssten wir einmal in Freeplay gehen, so erstmal alle unsere Bankkonten wieder auffüllen oder am besten noch in jeder Mission erstmal, ja wartet mal ganz kurz, wir fangen gleich an mit dem Deathmatch, wir müssen erstmal alle das Geld transferieren. Nee, Leute, das ist lächerlich. So, und sorry wirklich, dass ich das hier wieder zum Rummeckern benutze, weil GTA 5 macht eigentlich schon Spaß. Nur so im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, also ich spiele das jetzt seit Anfang an, seitdem es auf der alten Konsole rausgekommen ist, spiele ich GTA 5
Und ich habe den Charakter mit auf den Computer rübergenommen. Ich habe sogar die Next Gen, ich habe keine Next Gen Konsole. Ich habe es ausgelassen. Ich habe auf eine PC-Version gewartet. Das heißt, ich spiele seit 3 Jahren, ja 3 Jahre, spiele ich jetzt GTA 5. So, ich habe, wie ihr seht, hier ein normales Level. Das sollte eigentlich schon Beweis genug sein. Ich habe ein Level von 149. Das sollte schon Beweis genug sein, dass ich kein Cheater bin. Ihr guckt in meine Garagen, ihr habt meine Dinger gesehen. Ich habe fast nur Billigkarren. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, dass ich ein Cheater bin oder ein Schummler bin oder sonst was mache. Wie gesagt, ich verstehe es aber nicht. Aber wie gesagt, es ist ja sowieso egal. So. Und wie gesagt, ich werde auch keine GTA-Videos mehr machen. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt daran lag, an diesem GTA-Video, das ich jetzt eben halt geschrieben habe. Na, mein erstes Video war ja vor einem Monat, war ja, oh super, ich habe eine Möglichkeit gefunden, hier Geld zu machen. Das war ja das erste Video. Das habe ich davor ja auch schon mal gemacht. Und es kann auch sein, dass da irgendeiner von Rockstars, ich sage jetzt mal online, Suchern da jetzt auf mein Video gestoßen ist, gesehen hat, dass ich da irgendwie 1 Million Bargeld auf dem Konto, aus dem Konto oder sonst wie habe. Und sofort meinte, oh Scheiße, das kann nicht angehen, der muss gebannt werden. Ich kann es nicht sagen, wie das zustande kommt. Also wie gesagt, die Möglichkeit besteht halt auch noch, dass es eben kein Systemsyntax war oder sowas, sondern dass das eben halt wirklich einer war, der bei YouTube ja diese komischen hier Geldglitches und so weiter, diese Videos sucht und wenn dann Name drin ist, dann wird derjenige ja auch gebannt oder bestraft oder sonst was. Aber es kann durchaus sein, dass auch einer auf mein Video gestoßen ist und sich dann gesagt hat, nee, 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 das geht nicht, das geht nicht, wenn jetzt das ein paar Leutchen sehen und jetzt hier 20 Millionen Leute das jetzt spielen, das sind wieder Schachcards weniger, das geht nicht, das können wir nicht machen. So, und wie ich das auch letztes Mal schon gesagt habe, Rockstar hat das Ding komplett, komplett für alle alten Generationen der Konsolen verkauft. Komplett für die Next-Gen-Konsolen. Alle, die Next-Gen-Konsole haben, haben GTA 5 auch gekauft. So, und alle, die zusehends noch einen PC haben, wo das drauf läuft, haben es auch noch mal gekauft. Die haben das Spiel in dreifacher Auflage verkauft. So, die haben wirklich genug Geld mit diesem Spiel gemacht. Und ich weiß, die Server sind teuer. Ja, aber das kann nicht sein. Das ist dreifache Auflage. Das kann nicht sein. Weiß nicht, was die mit ihrem Geld machen, aber. Na, ja, gut. Meckern auf hohem Niveau. Ich beende das auch jetzt. Ich wollte nur mal ein Update geben. Wie gesagt, ihr seht, mein Geld ist weg. So, alles andere haben sie mir gelassen. Netterweise. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch ein Fahrzeug mehr gekauft, ganz ehrlich. Oder noch eine Bude. Na, Bude mehr konnte ich ja nicht kaufen. Hätte ich noch ein Fahrzeug mehr gekauft. Es ist so ärgerlich. Naja, gut. Falls ihr mal Bock habt, schreibt mich mal an, dann können wir auch zusammen mal wieder was spielen. Solange der Verdienst nicht zu hoch ist. Und würde mich freuen, wenn wir mal ein paar Rennen zusammenfahren oder sowas. Gut, also. Schönen Tag noch. Bis dann. Man sieht sich.